Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon ein sehr krasser Unterschied, ja ein Gegensatz zwischen dem guten Hirten, der regulär durch die Tür geht, und dem Dieb und dem Räuber, wie Jesus uns heute im Evangelium sagt, der Schleichwege sucht, Umwege, um in diesen Schafstall zu gelangen, zu den Menschen. Ja, wir sind sozusagen diese Herde Gottes, von der Jesus heute im Evangelium spricht. Wir gehören ihm. Er ist unser guter Hirte. Er möchte uns hinausführen in die Freiheit. Und er ist auch diese Tür, die uns offen steht, die Tür zum Leben, weil er für uns am Kreuz sein Leben hingegeben hat, weil sein Herz geöffnet worden ist für uns, weil dieses Tor des Lebens, ja dieses Tor Gottes, sich geöffnet hat für uns. Am Kreuz ließ sich der Herr durchbohren von unseren Sünden, für unsere Schuld, um uns zu befreien, zu retten aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Teufels, des Bösen. Ja, der Teufel ist das Gegenteil des guten Hirten, des Sohnes Gottes. Der Teufel verführt die Menschen zum Bösen, zur Sünde, denn er ist der Vater der Lüge, wie es auch heißt. Er verwirrt die Menschen, er täuscht sie mit Lügen, mit falschen Versprechungen. Er ist dieser Dieb, der einbrechen möchte in unser Leben, in unsere Seelen, um zu verderben, zu vernichten, zu töten. Gott aber, der Vater, schenkt uns einen Sohn, weil er unser Leben will, unser Glück und unser Heil. Nein, Gott hat kein Gefallen am Tod des Menschen. Gott hat Gefallen an unserem Leben. Er hat uns das Leben geschenkt, damit wir ewig selig werden bei ihm. Ja, Jesus ist diese Tür zum Leben. Er möchte für uns der Weg sein. Wir sollen auf seine Stimme hören und sie unterscheiden von allen anderen Stimmen, von trügerischen Worten, die uns falsche Versprechungen machen, uns abbringen vom Weg Gottes, die uns einreden wollen, dass die Gebote Gottes uns einschränken, uns die Freiheit nehmen, uns vielleicht sogar die Lebensfreude rauben wollen. Hören wir nicht hin auf diese Stimmen, auf diese falschen Propheten, die falsche, trügerische Lehren verkünden, die dem christlichen Glauben, ja dem Wort Gottes widersprechen. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns einen Sohn geschenkt hat, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die Menschen nach seinem Abbild. So wollen wir auch jetzt wieder neu hinhören auf den Herrn und uns von ihm führen lassen. Ja, er ist diese Tür, aber was nützt eine Tür, wenn sie zum Beispiel verschlossen ist? Vielleicht haben Sie auch schon einmal Ihren Schlüssel verloren von Ihrer Wohnung, von Ihrem Haus, von Ihrem Auto. Ja, was nützt das, wenn man dann sozusagen eine schöne Wohnung hat, ein schönes Haus, ein schönes Auto, aber keinen Schlüssel? Man steht da vor verschlossenen Toren, möchte hinein. Es ist nicht möglich, so ist Jesus auch. Nicht nur die Tür, sondern auch dieser Schlüssel, der öffnet. Er öffnet
das Reich Gottes eröffnet diese Quelle in uns, diese Quelle des Lebens, weil er das Leben ist. Ja, er ist dieser Schlüssel Davids, der öffnet, um uns zu befreien, um uns Geborgenheit zu schenken, ja, im Herzen Gottes sozusagen, beim Vater. In ihm ist der Vater präsent. Er ist ganz eins mit unserem Gott und Vater im Himmel. Ja, nur in Gott, wenn wir Gemeinschaft mit ihm finden, wenn wir sie wiedererlangen, können wir wirklich Freude, Frieden und Glück finden, auch jetzt schon in diesem Leben. Ja, da finden wir wirklich diese Fülle, von der Jesus heute im Evangelium spricht. Ja, Jesus, der gute Hirte, möchte uns seinen Geist schenken, damit wir uns abkehren von unserem Leben Ich, damit wir fähig sind, unsere Ich-Sucht zu verwandeln, nicht mehr zu sagen, ich will, ich brauche, ich möchte, ich habe das, ich möchte das, sondern du bist mir wichtig, dich liebe ich, dein Heil, dein Glück ist mir wichtig, ist meine Freude, ist mir ein Anliegen. Ja, Gott sagt immer du zu uns. Er ruft jeden Menschen einzeln beim Namen. Wir sind ihm wichtig, jeder Einzelne. Ja, der Herr, der gute Hirte, er führt uns in die Freiheit. Und er öffnet auch diese Tür, die uns manchmal gefangen nimmt, uns die Freiheit nimmt, die uns einschließt in die Enge, in unsere Ich-Sucht. Er öffnet diese Tür, die uns befähigt, in Liebe auf den anderen Menschen, auf unsere Mitmenschen zuzugehen, unseren Blick hinzuwenden zu den Menschen, die Hilfe brauchen, die uns begegnen, dass wir Zeugen sein können für das Erbarmen Gottes, für Jesus, der uns sein Leben schenkt. Ja, in ihm offenbart sich die Barmherzigkeit des Vaters. Und so schenkt der Herr uns auch diese Kraft, auch Unrecht zu erdulden, ihm auf dem Weg des Kreuzes zu folgen, weil wir dann immer tiefer mit dem Herrn verbunden sind und mit ihm sozusagen mitwirken, mit unserem Gebet, mit unserem Opfer an der Erlösung des Menschen, an der Erneuerung und Verwandlung der ganzen Welt. Ja, der Herr schenkt uns Heil in seinen Wunden und er verbindet uns mit sich selbst. So können wir Zeugen sein für die Gnade Gottes, Zeugen für den auferstandenen Herrn, Zeugen des Evangeliums, Zeugen dafür, dass wir diesen Glauben haben, diese Hoffnung, dass wir jetzt schon vom Tod hinübergegangen sind, in das ewige Leben, in die Gemeinschaft mit dem einen und dreifaltigen Gott. Amen.